Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Awakening. Immer noch mit Jan. Ja. Und der suizidgefährdeten Severa. Ja. Und man sieht, was ich getan habe. Ich sehe das nicht ein. Ich glaube, die Gegner bekommen jetzt ein kleines bisschen aufs Maul. Ein bisschen. Ich sehe das nicht ein, nochmal durch die Mitte zu gehen. Ich habe jetzt nur den Anfang übersprungen, den hatten wir ja im letzten Part. Können wir direkt hier weitermachen. So. Julius zusammen mit Lissa und Ricken. Ich bleibe dabei, es ist Julius. So, Cynthia und Henry. Wobei ich demnächst auch mal wieder Sumia und Cynthia mitnehmen muss. Sumia hat, glaube ich, nur Level 4. Also nur in Anführungszeichen. Ist wahrscheinlich auch so schon ziemlich stark. Ja. Ich glaube, die beiden werden nur noch hinterherlaufen und nichts machen können. Vermutlich. Die bilden einfach das Schlusslicht, damit niemand von hinten auf einmal kommt. Die denken sich auch, was machen die alle hier? Ich wollte doch nur meinen Holland retten. Ja. So. Auftritt Callum. Will ich die da auch mit reinschicken? Eine gute Verteidigung, also hält einiges aus. Das glaubt man bei Ricken gar nicht so unbedingt. Nee, aber ich glaube, es liegt echt an der Klasse. Die hat ihm einen guten Verteidigungsboost gegeben. Ja. Und auch Henry hat an sich eine gute Verteidigung, weil Dunkelmagier komischerweise eher defensiv als Resistenz ausgelegt sind. Ja, man wurde immer gesagt, dass Dunkelmagier quasi die Axtkämpfer der Magier sind. Aber ich finde, dafür trifft er ziemlich oft. Gut, ein Axtkämpfer würde im Nachhinein auch immer ziemlich oft treffen. Das stimmt wohl. Ich meine, Selcher hat ja auch eine Axt. Natürlich greifen sie Cordelia an. Ja. Und treffen nicht. Ah, Cordelia und Cynthia zusammen sind aber auch ganz schön so. Wenn sie gerade nicht mit angreift. Aber ist ja nur zur Unterstützung da. Richtig. Nicht mit Julius. Aber komm, es sieht echt aus wie ein Pony. Es ist echt nicht groß, weil du denkst, dass die Lissa ist größer als ihr Pony. Eben. Ja, als sein Pony. Die da hinten denken sich auch, hallo, wir sind auch noch da, hallo. Ich denke mal, ihr könnt schon mal hier hingehen. Oh. Das kriegen die, glaube ich, hin. Vielleicht lockst du da noch ein paar Gegner mit an. Ja. Fliegst du auch schon nach oben, oder? Ja, ja. Zumindest schon mal so in die Richtung. Diesmal wird alles anders. Denkt sich Ricken auch. Mit einem Crit. Ich glaube, Ricken ist auch eher ein unbeliebter Charakter, habe ich so das Gefühl, oder? Ich hätte ihn damals in meinem ersten Playthrough auch nicht mitgenommen. Er ist so süß. Ich glaube, er ist eher beliebt bei den Frauen. Ja, gut. Das kann gut sein. Das kannst du machen. Der tut mir zwar ziemlich weh, aber ich bin ja sowieso zuerst dran. Cynthia muss ja auch noch ein bisschen leveln. Ich mag ihren Namen übrigens. Ich finde, es ist ein sehr schöner Name. Oh ja. Und ich finde, sie hat auch eine sehr schöne Haarfarbe, so passt zu ihrer Mutter ganz gut. Hast echt einen perfekten Vater ausgesucht anscheinend. Ja. Zack, kommt ihr lang? Ich komme so ein bisschen hinterher. So ganz langsam. Es ist bei Lucina und Owain lustigerweise oft so. Sind wir ein bisschen hinterherhängen? Ja. Ach ja, der Holzscheit. Dass der nicht abgefackelt ist, der Holzscheit. Er hat ihn gut beschützt. Ja. Er beschützt sein Holz mit seinem Leben. Ich finde das nur interessant, dass jetzt die von links auch alle hierher kommen. Langsam. Die wollen auch haben auch ein Wörtchen mitzureden. Offensichtlich. Heute mal ohne Holzscheit. Ja. Muss ja nicht immer sein. In die Kniekehle. Aua! Von vorne. Aua! Also muss er quasi durchs ganze Knie durchgerammt sein. Logischerweise, die ganzen Level, die wir im letzten Part hatten, sind jetzt auch erstmal resettet. Ja. Aber die kommen eh alle wieder. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ich habe gerade überlegt, wie ich das am besten bewerkstelligen möchte. Aber ich glaube, Offensive ist hier die beste Defensive. Erst schön Angriff ist die beste Verteidigung. Autsch! Also manchmal ja. Ich bin ja eher so, ich mach das lieber defensiv. Nur mal einen einzelnen anlocken. Aber das wird in dieser Mission nicht so ganz funktionieren. Habe ich gemerkt.
schmerzlich. Du bist zwar gut damit vorangekommen, aber... Ja, an so einigen Stellen. Es gibt doch so manche Missionen, da musst du doch etwas offensiver sein. Yep. Ich finde sie hat auch übrigens die schönere Farbe als Noe. Ja, das ist Rot auch sehr schön. I win. Okay, die Luft ist rein. Du blockierst ja damit gerade sogar gut den Weg, weil sie kann eh wieder nur die 5 Schritte gehen. Das heißt, sie geht gleich nur so 2-3 Schritte nach vorne. Das ist richtig. Dürfte sich wahrscheinlich jetzt gleich links neben Chrom stellen, würde ich jetzt sagen. Oder oben links neben Na, wenn sie da so weit hinkommt. Ja. Na, ihr? Nee, sie geht sogar noch einen Schritt weiter. Ja gut, die ist immerhin nicht so blöd, dass sie sich da voll in die Gegnerreichweite stellt. Das stimmt wohl. Solange sie irgendwie vorwärts kommt. Also vorher war sie immerhin blöd genug. Ja. So. Callum? Perfekt. Ja, Callum. Also Callum ist echt so einer der besten Charaktere, einfach weil der alles abfängt. Gibt's noch so einen extremen Tank in dem Spiel? Frederick vielleicht noch? Ja, wobei Frederick nicht so sehr. Nee. Callum ist, glaube ich, der. Ich glaube, Callum hat sogar im Spiel die höchste Verteidigung. Ah. Oder potenziell das ein Kind von Callum. Glaube ich. Aber ansonsten haut Callum verdammt gut rein. Ich guck gerade, ob irgendwer hier einen Bogen hat, aber ich glaube nicht. So, nur da oben hast du einen mit Arkuswind. Echt? Der obere, der rechte von den beiden Magiern. Ach der. Halt wegen Cordelia, weil die halt alleine ist. Aber ich glaube, der hat beim letzten Mal auch nur 13 Schaden gemacht an ihr. Ja. Zu dem Dreh. Die Sache ist, wo will ich die jetzt alle hinstellen? Weil von da rechts können die... aufräumen? Von da können die kommen, von links können die kommen. Da können so viele auf nah einschlagen. Als ob ihr das Schaden machen würde. Ja gut. Das ist die andere Sache. Mhm. So, ich glaube, da wechsle ich nochmal. Ich glaube, Cordelia, Cynthia wird da ziemlich aufs Maul bekommen. Vermutlich. Ich überlege gerade, wie weit ich Ricken und Lissa da reinstellen möchte. So. Cordelia, du wartest mal bitte hier. Weil ich könnte mit denen potenziell einiges erwischen. Aber auch von einigen erwischt werden. Eben. Vielleicht bleibe ich dann doch lieber hier erstmal, oder? Jo. Mal gucken, was passiert. Das wird jetzt ein Geschnetzel. Wir hatten heute übrigens Geschnetzeltes zum Mittag. Sieh mir so spontan ein. Random Svenja und so. Ja. Edge. Selbst wenn er Schaden bekommen hätte, wäre es egal gewesen, was er sich eh heilt. Das stimmt. Das stimmt sogar, das wird er tun. Vielleicht denken sich die Gegner jetzt auch. Hatten wir das nicht alles schon mal irgendwie? Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Die sind aus der Zukunft gekommen, in die Vergangenheit gereist und wollen den Lauf der Geschichte ändern. So in etwa. Schon wieder am Kritten. 37%. Wir sollten ihn Kricken nennen. Ist sich an wie Cricket. Vielleicht mag er Cricket mit seinem Pferdchen. Na gut. Guck mal, du könntest jetzt sogar eine Truhe öffnen. Ja. Ausnahmsweise kriegst du sogar mal Inhalt der Truhe. Ja, das stimmt. Wobei, man hat mir gesagt, ich bin da eigentlich ganz kreativ, weil ich die Truhe immer von anderen Leuten öffnen lasse und mir dann einfach den Inhalt klaue. Naja, die Sache ist nur, ich glaube, in dieser Mission öffnet dir keiner die Truhen. Nein, aber prinzipiell ist das schon kreativ. Da brauchst du keinen Dieb für. Huch. Oi. Ich weiß nicht, ich finde zwar Gaius und Anna ganz cool, aber sie jetzt extra dafür mitzunehmen... Das ist was, einige Leute verstehen das und andere kritisieren mich da ziemlich hart für, dass ich keinen Dieb dabei habe. Aber das ist sowieso immer so eine Sache. Du hast keinen Dieb dabei und keinen Bogenschützen und du hast den nicht mit dem gepaart und du hast den nicht mitgenommen. Wieso spielst du nicht so, wie ich immer spiele? Spiel das doch einfach selber, bevor er mich kritisiert. Und wenn ihr es selber gespielt habt, dann versucht nicht die anderen Leute dazu zu zwingen, genauso zu spielen. Ja.
Das ist die Sache. Sie steht zwar jetzt wieder voll im Angriffsgebiet aller Leute, aber diesmal hast du genug Leute, um sie zu schützen, da. Ja. Den kann ich jetzt gleich mal wieder ausschalten. So, wer macht jetzt was? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Nah fängt erstmal hier an aufzuräumen. No. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Sie ist so ein hübscher Drache. Und gut im Aufräumen. Okay, sogar der mit der Meisteraxt. Tja, hat ihm ja viel genutzt. Mhm. Ich könnte mich nie entscheiden, ob ich Nah oder Noe so dauerhaft mitnehmen will. Ich würde Noe nehmen. Einfach aus... keine Ahnung. Weil ich Noe besser finde. Optisch gesehen. Ja gut. Sind beide so verschieden. Ich glaube, vom Charakter her finde ich Noe auch besser. Aber so allgemein... Könnte aber auch ab und zu so ein bisschen. Ein bisschen. Bye ganz. Er will seine Tochter halt beeindrucken. Mhm. Und okay. Zwar mal nicht mit dem komischen Kram, den er so macht. Nee. So. Hätten wir das schon mal. Nehmen wir mal den hier oben. Mhm. Süß. Das Problem gerade war, glaube ich, nicht unbedingt der Schaden, sondern einfach, dass ich nicht genug Charaktere hatte. Ja. Oh, Ether. Hm. Ich meine, es hätte vielleicht auch was gebracht, wenn ich die Charaktere getrennt hätte, aber das kostet ja auch immer einen Zug, wenn du die trennst, deswegen... Mm. Und dann ist es auch ein einfaches Angriffsziel für alles. Ja. Nämlich. Vielleicht greift Lissa auch noch mit an. Ja, wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Du hast ja immer ein paar Dele da unten stehen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Also doch, aber was ist im Hintergrund eigentlich für Statuen? Was soll das sein? Irgendwelche Löwenstatuen mit Flügeln? Sowas in der Art? Ich habe keine Ahnung. Nämlich, aber das hat nicht so viel Trefferchance. Das trifft sogar perfekt. Nimm ich lieber das hier. Wenn du schon die alte Bronzelanze hast. Ja. Die haben immer so schönes Geschrei. So ein Geschrei gefällt dir also? Das ist so befriedigend. Nein, eigentlich nicht. Nur der eine Typ da. Ja. An den komme ich zwar nicht dran, aber einen Schlag wird sie ja wohl aushalten, oder? Die kommt auch nicht so weit, weil der ja sowieso vor ihr dran ist. Stimmt. Und der wird eh gleich wahrscheinlich an Henry oder an Nah zerschellen. Vermutlich. Lass ich dich aber mal lieber hier. Schon etwas angeschlagen. An ja. Henry. Ja, er wird kläglich zerschellen. Das ist ja ganz sehr interessant. Er hat mit dem Schwert auf den Kopf gehauen. Ist nichts anderes getan. Das ist typisch Henry, oder? Ich kenne auch noch andere Charaktere, die ein Schwert in den Kopf bekommen und weiterleben. Ja, ich auch. Oh. Ah, okay. Autsch. Wobei. 0% Trefferchance. Was sag ich eigentlich, Autsch? Kennt ihr das? Ihr sagt Autsch, obwohl es nicht wehtut. Das war gerade so ein Fall davon. Vielleicht kann Owen sogar besiegen. Oha. Weil wenn er ihn nicht treffen kann... Vorschwäche mit Cordelia? Ach, oh, Wayne. So manchmal. Ja, gut. Wäre ein gutes Vorschwächen. Ja. Wenn sie nicht krittet. Mit einem... Wobei. Ich wollte gerade sagen, mit 1%, aber... Batsch. Sie war gnädig und wollte Owen doch mal was übrig lassen. Es ist so nett von ihr. Der ist... Wobei, ja, 17 braucht noch ein bisschen... Ja. Na, Krippen? Was fragst du eigentlich noch? Echt mal. Wie kann ich es denn wagen, ihn anzuzweifeln? Ja. Oh. Und damit hättest du hier aufgeräumt. Die Frage ist, soll ich da jemanden mit hochschicken? Deine Entscheidung. Gucken wir erstmal. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo du vorher warst. Ja. Gehen wir mal langsam in die Richtung schon mal. Nur mit weniger Gegnern und mehr von deinen Leuten. Ja, Chrom kommt mal mit in die Richtung. Und ihr geht auch schon mal hier rüber. Chuck.
Monkey Holland retten. So. Mhm. Die Sache ist die, wenn ich mich gleich in seine Nähe stelle mit einer Waffe, wie kann ich die Waffen ausschalten? Das geht doch ohne sie abzulegen, oder? Mhm. Kann man einfach draufklicken oder so? Nee, nee, du gehst, klick mal auf, mit A auf Chrome. Ja. Geh auf seine, also nochmal, Items, auf die ausgerüstete Waffe, dann entfernen. Ah. Und dann läuft er jetzt ohne Waffe rum. Dann kannst du wieder ausrüsten, je nachdem, ob du möchtest. Ach so, ich muss nur die eine Waffe wegnehmen. Hm? Solange du kein A an der Waffe dran siehst, heißt es, du hast auch keine Waffe ausgerüstet. Also er ist jetzt gerade vollkommen unbewaffnet. Genau. Er hat quasi ein Pfeilchen einfach weggesteckt und, weiß nicht, steht da mit verschränkten Armen auf dem Kampffeld und guckt zu. Und den Rapier, den hat er einfach in der Hosentasche. Ja. Oh. Du kannst aber im Vergleich gucken, bei sie hat ja zum Beispiel ein A neben dem Drachenstein. Ach da, ja. Das heißt, dass es ausgerüstet ist. Ansonsten so. Nicht. Wer kann mich denn da erwischen? Nur du, oder? Ja. Okay. Dann können wir uns hier schon mal vorarbeiten. Hm? Ich wollte sie jetzt nicht alleine da hochschicken für den Fall der Fälle. Dass da plötzlich Gegner noch mit spawnen? Ja, oder das weiß ich nicht, was passieren könnte. Ich traue dieser Mission nicht mehr. Ich weiß nicht. Die hat mich echt stark veräppelt. Ein bisschen, ja. Also die von Jane war ja schon einfach ein bisschen blöd von mir. Mhm. Aber die hat mich echt veräppelt. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, ob Holland dich überhaupt angreift. Oder ob es überhaupt versucht. Keine Ahnung. Hm. Siehst du ja dann gleich. Ja. Ich würde aber eher tippen, der bleibt einfach da stehen und wartet darauf, dass ihn jemand ansprechen kommt. Oh. Ihr kommt alle nicht wirklich weiter, vermutlich. Na gut. Da unten stehen ja auch immer noch. Sehe ich gerade. Ja. Ich kann mittlerweile diagonal angreifen. Ich habe gelernt. Bringt zwar bei dem Magier nicht, weil das auch kann, weil das auch aus kann. Ich weiß, weil aber... er es auch kann. Aber immerhin. Ich weiß, aber ich wollte es einfach demonstrativ mal wieder machen. Okay. Weil ich habe das schon ein paar Mal gemacht und es schreiben mir trotzdem immer wieder Leute, du kannst diagonal angreifen. Obwohl ich das schon längst gemacht habe. Ich denke mir jedes Mal, nee. Also ich habe ja absolut nichts gegen Tipps, aber wenn so Tipps schon 30 Mal standen und ich die sogar berücksichtigt habe und sie stehen dann immer noch in den Kommentaren. Mhm. Das ist irgendwie deprimierend. Ich finde es immer sehr interessant, wie Cynthia mit ihrem Speer angreift. Wie würdest du mit einem Speer angreifen? Nehmen, in Gegner reinrammen. Also geradeaus rein. Ja. Sie hat ihm eine übergebraten damit. Einfach so von der Seite. Ist vielleicht auch effektiv. Das ist zwar nicht so die Art und Weise, wie man den Speer benutzt, aber wenn es funktioniert. Ja. Wie mal gegen die sagen, ne? Die da unten denken sich auch, hallo, hallo, hallo. Wir sind auch noch da. Okay, der greift dich wirklich nicht an. Ah, Holland. Severa, was tust du hier, wenn dein Backdoor nicht auf deinem Posten bist? Ich hau ihr ab, Holland, und du wirst mit mir kommen. Severa, ich kann nicht, das weißt du. Ich habe eine Frau, die verhungern wird, wenn ich nicht für Nelson arbeite. Ich weiß, dass es Blutgeld ist, aber... Deine Frau ist schwanger, Holland. Hast du das gewusst? Natürlich weiß ich das, das geht dich überhaupt nichts an. Liebst du dein Kind, Holland? Liebst du deine Frau? Natürlich tue ich das. Dann hör auf, nach Ausreden zu suchen. Ich weiß, dass Eltern alles für ihre Kinder tun würden. Aber ich weiß auch, dass es sich für ein Kind anfühlt, wenn es seine Eltern verliert. In dieser Welt gibt es viel zu viele Kinder, die das durchmachen mussten. Wenn du bleibst, wirst du sterben. Dein Kind hat Besseres verdient. Severa, das wusste ich nicht. Tut mir leid. Das muss sehr hart für dich gewesen sein. Du hast recht. Mein Kind verdient etwas Besseres. Hauen wir hier ab. Wirklich? Ja, wirklich. Aber wir müssen uns beeilen. Wo ist er jetzt hin? Abgehauen. Ach so. Und jetzt kann ich sie auch steuern. Ja. Jetzt hast du sie bei dir. Jetzt, wo Cordelia da ganz hinten ist. Und da die Nachhut kam. Ja, gut. Na dann. Fun Fact, das war der Punkt, als ich diese Mission, glaube ich, zum ersten Mal gemacht habe, dass ich die resetten musste, weil so in dem Bereich stand so ein, zwei meiner Einheiten ganz alleine und die kamen nicht mehr rechtzeitig weg. Nett. Und dann haben die Gegner sie mir einfach kaputt gemacht. Nicht nett. Sammel du das da oben mal ein. Von daher bin ich doch froh, dass du da hinten... So eroberst du in 2 Wochen, wer liest sowas? Von daher bin ich froh, dass du deine ganzen Leute noch geballt da stehen hast. Ja. Dass du nicht zu viel aufs Maul bekommst. Das stimmt.
Ah, doch, ich komme gar nicht so ein Stück. Bei. Nee. Henry, fang du mal bitte hier an. Attacke! Klappt. Hoffentlich. Es ist halt generell so ein Phänomen in diesem Spiel. Wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt, dann sind manche Missionen echt böse. Du musst eigentlich quasi mehr oder weniger immer damit rechnen, dass wenn irgendwo solche Treppen oder Festungen sind, dass da jede Runde eigentlich Verstärkung rauskommen könnte. Ja. So vor allem, ich sag mal so, zu dem Zeitpunkt, wo du an die Stelle hinkommst, ist meist so ein bisschen was vergangen. Und dann passt es oftmals mit der Runde zusammen, dass da gerade die Verstärkung rauskommt. Wenn du das nicht weißt, dann kommt da Verstärkung oder dort Verstärkung oder Charaktere laufen einfach in die Gegner rein und sterben. Mhm. Es ist halt schwierig, wenn du das Spiel nicht kennst. Das haben ja einige auch schon in die Kommentare geschrieben, dass die manche Missionen wer weiß wie oft machen mussten, weil es einfach echt teilweise unmöglich war. Und selbst wenn du es weißt, dass es kommt, gibt es auch so manche Missionen, die sind auch so ziemlich schwer. Mhm. Aber eher dann so, also auf leicht und normal denke ich eher nicht, aber auch so auf schwierig, dann weiß nicht. Da brauchst du wahrscheinlich noch 1000 Stunden mehr Training und selbst dann ist es immer noch schwer. Ja. Ich glaube, die bleiben hier einfach mal stehen. Mhm. Ich glaube, die stehen dann ganz gut. Was ich mich auch so frage, weißt du eigentlich, dass du nicht all deine Einheiten mal bewegen musst, um den Zug zu beenden? Ja, aber ich mache das so aus Gewohnheit. Ah, okay. Weil ich das in Pokémon Conquest auch immer mache. Ich weiß nicht. Wollte ich nur mal fragen. Es ist irgendwie so... Ja, irgendwie so drin. Einfach mal das Feuer angehalten. Halt, stopp! Ach, jetzt greifen die alle plötzlich an. Mhm. Das würde ich euch lieber nicht empfehlen. Oh, wenn die Typen da unten kaputt bekommt. Werden wir feststellen. Ich stecke jetzt einfach mal hier hin. Nein. Den da will ich angreifen. Die Treppen geben dir übrigens auch ein bisschen Verteidigung und Ausweichen. Wieso? Also das Wald das tut. Okay. Aber Treppen? Vielleicht kannst du dich da so ein bisschen runterducken. Es gibt hier 10 mehr Ausweichen, habe ich gerade gesehen. Ah. Ja gut. Ich stelle mir einfach vor, du kannst dich vielleicht eben kurz runterducken und dadurch weichst du dem Angriff aus. Wenn ich das wäre, ich würde nur die Treppe runterkugeln. Das würde dann gar nichts bringen. Naja, damit wärst du auch dem Angriff ausgewichen. Er hat nebenbei nicht gekrittet. Nein. Bei Owain. Ich finde übrigens, die Haarfarbe steht ihm auch ziemlich gut. Mhm. So, Cynthia, du darfst auch nochmal. Ich traue ihnen, glaube ich, weniger zu, als sie eigentlich können manchmal. Also ich denke mal, das ist ein Angriff überleben sie sowieso eigentlich immer. Ja, ja, das schon. Außer da kommt ein Crit oder eine sehr effektive Attacke. Wobei selbst Pfeile überleben die Pegasus-Ritter mittlerweile eigentlich. Mhm. So schwach sind Pegasus-Ritter nun auch nicht. Cynthia ist so süß. So. Na, kennt ihr schon Callum? Guck mal, der kann sogar zu 9% mit 0 Schaden kritten. Ja, ne? Das sind 9% mehr als erwartet. Nein, er kann nicht kritten. Nein. Ich hab gelogen. Wie konntest du nur? Ich hab Callum unterschätzt. Ja. Cordelia. 16, das hält sie aus. Mhm. Alles gut. Und sie hast du doch noch Callum als Rückendeckung. Wobei, wenn sie 10% mehr Trefferchance hat, ja. Hui. Hat Callum gut mitgearbeitet? Ja, durchaus. So, dann haben wir die Mitte schon mal aufgeräumt. Kriegt nur Owain gleich aufs Maul. Ja. Mit Silberbogen. Okay. Zack. Ihr dahin. Wer hat eigentlich den Schlüssel gehabt? Frage. Da, hinten. Ah. Könnt ihr die Tür hinten für sie öffnen eigentlich? Oder sie geht außen rum? Sie geht einfach außen rum. Ich glaube, Severa wird sowieso in dieser Schlacht nicht mehr so viel machen. Ja. Du könntest einfach ausweichen, Owain. Nein. Du könntest es auch sein lassen. Ja. So. Wie machen wir das jetzt am schlauesten? So, dass möglichst viele Gegner sterben und möglichst wenige von dir Schaden nehmen?
Ja. Das wäre, glaube ich, mal der Idealfall. Ich wollte eigentlich dich sterben lassen. Kommt hin. Ja, durchaus. Nosferatu ist so praktisch. Ich weiß schon, warum jeder davon schwärmt. Aber ich habe gehört, in irgendeinem Fire Emblem-Teil, ich weiß es nicht, ob es Gamecube oder Wii war, ist Nosferatu eine Lichtmagie. Ja, im Gamecube-Teil. Ja, ne? Eine heilige Lichtmagie, womit du dem Gegner sein Leben aussaugst. Ach so. Ach so ist das. Ganz genau so. Das klingt doch so schon so lichtig. Zwielichtig, ja. Das trifft's auch sehr gut. Seltscher, bitte? Danke. Das wäre jetzt irgendwie bitter gewesen. Du hast genug andere Charaktere, die das auch erledigen können. Trotzdem ist immer so ein KP echt bitter, egal ob es Pokémon oder Fire Emblem ist. Das ist wohl wahr. So. Ich könnte auch mal wieder Lissa angreifen lassen. Die macht zwar jetzt nicht so viel Schaden, aber Ricken hat immerhin zu 70% mit. Ja. Und ich glaube, Ricken hat jetzt so viel Okay. So viel gekämpft und kann Lissa auch mal wieder. Ja, I'm sorry. Aber noch entschuldigen bei der Leiche. Ja, ja. Wie sich das gehört. Nein, nicht du. 0% Trefferchance, sehr gut. Das solltest du trotzdem nicht machen. Du hast nämlich nicht mehr so viel KP. Sagst du zu einem Gegner, der dich zu 0% treffen kann? Aber der kann ja danach in der Runde mich vielleicht noch treffen oder so. Auch weiterhin 0%. Trotzdem. Erwarte immer das Unwahrscheinliche. Wenn die Fakten sagen 0%. Lass das doch seine Cousine machen. Na gut. Ich finde das immer noch verstörend, dass die beiden S-Support haben können. Ich weiß nicht. Ich finde das seltsam. Ist ja nicht schlimm. Nein. Hallo, ich bin auch noch da. Kannst ja Cordelia entgegenschicken, um sie abzuholen. Das könnte ich wohl tun. Deine Mama kommt und holt dich. Die kleine Servera möge sich bitte an der Treppe melden. Ihre Mama steht dort mit ihrem Pegasus und möchte sie abholen. Ja, so in etwa stelle ich mir das auch vor. Und dann denkt Servera, nein, Mama, lass das. Ich will nicht. Ja. So. Langsam aber sicher kriegen wir das hin. Also ich glaube, jetzt zu verkacken wäre echt noch eine Kunst. Oder du warst übermütig und hast die Gegner oder hast deine Leute voll in die Gegner reingestellt. War das eine Herausforderung? Ja. Mama! In der nächsten Runde. Immerhin schon in Sichtreichweite. So. Gut. Man können sie gleich wieder zurückfliegen. Ja, passt. So. Also ich stelle mich dann mal hier hin. Ich möchte jetzt erst wieder hier unten alle haben. Ich möchte die Gegner ärgern. Und alle Zuschauer, die sich denken, stell dich doch endlich doch ein. Nein. Genau. Wir kommen sogar wirklich bis da ganz unten hin noch. Wobei, wie viel KP hat Callum noch? Och. Ich glaube, alles über 1 wäre mehr als genug KP, um die Gegner abzufangen. Ja. Ich habe mich immerhin reingestellt. Zwar an die äußerste Ecke, aber ich habe mich reingestellt. Sag doch alles über 1. Hat eigentlich da gerade mal wegen so einen Kampfschrei gemacht, wo er so nach oben guckt? Ich glaube, er hat es versucht. Das ist Callum, du hast den Kampfschrei einfach nur nicht gehört. Ja. Er hat gerade eigentlich voll das Mikro durchgeschrien, aber du hast es nur nicht gehört. Vermutlich. Hallo. Crit? Nein. Bitte? Ja. Okay. Ach ja. Thanks. Immerhin weiß ich jetzt, warum die Mission so ein bisschen berühmt-berüchtigt ist. Mhm. Jetzt muss ich auch noch bis da oben laufen zu dem Boss. Ja. Ach, Boss. Würdest du sagen, das war jetzt bisher die schwerste? Ja, ich finde schon. Wenn du musst nicht, du immerhin wiederholen. Wenn du nicht weißt, was zu tun ist. Wenn es so eine Dörfler-Mission gewesen wäre, hätte ich die nicht wiederholt, aber... Ich gebe eh dann nur Belohnungen. Ich weiß halt nur nicht, wie es hier ist, jetzt, weil sie ja quasi nicht sterben kann, wie das wäre mit der Rekrutierung. Ich auch nicht. Logischerweise. Die bewegt sich auch echt kein Millimeter, ne? Kann sie auch nicht bewegen, wie du siehst.
Könnte sogar zu 6% kritten. Wow. Also damit könntest du ihn töten. Damit werde ich ihn töten. Okay. Einfach direkt außen nutzen. Was tun diese nutzlosen Trottel? Schnappt sie euch los, haltet sie auf. Nein. Und ja, wer das Nacht aussieht. Ui. Ein Kapi hat er noch. Das sah ja erst unspektakulär aus, aber das Ende? Ja. Das sieht echt cool aus. Mein Thron, mein Imperium. Vielleicht wollte er Thron sagen und hat sich verschrieben und Thron gesagt. Mein Sauron, oh nein, du hast meine Waffe kaputt gemacht. Ja. Yay. Oh, Lissa und Ricken. Ihr habt das Dorf vor dem Hungertod bewahrt. Ihr seid ein wahrer Held, Herr. Yeah. Nein, Donny ist der Held. Ja, der gar nicht dabei war. Ja, hier ist er. Ist das ein Ring? Das ist mein Ring. Und jetzt hör bitte auf, ihn so lüstern anzustarren. Der Ring ist mir das Wertvollste in der Welt. Nelson, diese Ratte, hat ihn mir eines Nachts gestohlen, während ich schlief. Es freut mich sehr, dass du ihn wieder hast. Hm. Oh, du schon wieder. Was willst du von mir? Ich wollte mich nur für deine Hilfe bedanken. Du hast dich tapfer geschlagen, Severa, mein Name ist Severa. Er passt zu dir. Oh, mein Name lautet Cordelia, ich weiß. Ja, das ist... Entschuldige, aber habe ich dich bereits vorgestellt. Muss wohl so sein, wenn ich deinen Namen kenne. Oh, Götter. Ich verstehe. Nun jedenfalls, danke, Severa. Das sagtest du bereits. Es ist ja nicht so, als hätte ich etwas Besonderes getan. Ich habe nur gekämpft, damit ich zurückholen kann, was mir gehört. Meinst du diesen Ring? Oh meine Güte, er sieht genauso aus wie... Ah ja, das würde erklären, wieso du meinen Namen kennst. Du bist eine Freundin von Lucina, oder? Und du bist meine Tochter, richtig? Sie hat es wenigstens von alleine gemerkt. Er ist einsam. Was hast du gesagt? Ich sagte, ich dachte, du wärst einsam, also bin ich den ganzen Weg hergekommen. Oh, und bitte sehr. Das ist nett von dir. Mach dich nicht lustig über mich. Es ist dir doch sowieso völlig egal. Wie kannst du sowas sagen? Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Warum hast du mich dann verlassen? Du hast gesagt, du gehst fort, um für etwas zu kämpfen, was dir wirklich wichtig ist. Danach habe ich dich niemals wieder gesehen. Tut mir leid, dass ich gestorben bin. Crom war dir wichtiger als ich. Severa, ich kann nicht für mein zukünftiges Ich sprechen, aber weißt du... Aber als ich sagte, ich müsste für etwas Wichtiges kämpfen, meinte ich sicher dich. Mir wäre nichts wichtiger als eine Welt, in der du glücklich aufwachsen kannst. Zumindest ist das, was mir im Moment am wichtigsten erscheint. Glaubst du, das wüsste ich nicht? Oh Götter! Ich meine, natürlich weiß ich das, aber... Tut mir leid, dass ich dir keine bessere Mutter sein konnte. Sag das nicht, du bist die beste Mutter der Welt. Und die glücklichste, wie es scheint. Oh Mama, ich hab dich so vermisst. Tut mir leid, dass ich so gemein war. Ich wollte... dich nur nicht erneut verlieren. Versprich mir, dass du nicht wieder gehst. Ich verspreche es. Sie ist so eine kleine Zundere, oder? So ziemlich. Okay. Das merkt man, glaube ich, sehr schnell. Ja. Doch, irgendwie. Dann haben wir die ganzen Nebenquests geschafft. Mhm. Ich meine, ist ja nicht so, als könnten wir noch ein paar freischalten, aber... Und du kannst da zwei Ziegel in dem Ort kaufen, wo du bist. Mhm. Was haben wir denn jetzt? Es wird immer mehr. Ja. Also ich glaube, du kannst echt den ganzen Part alleine nur mit Reden füllen. Ich glaube auch. Lass mich mal hier reingucken. Immerhin. Guck, da liegt ein Holzscheit. Also, welche Pläne habt ihr für die Zukunft? So banal es auch klingt, ich träume von Frieden und Glück für alle Kreaturen der Götter. Oh Mann, ey. Okay. Ja. Und tschüss. Gut. Dann können wir ja im nächsten Part ganz, ganz, ganz viele Gespräche machen. Mhm. Weil ich glaube, wenn wir die jetzt noch machen würden, das könnte ein bisschen dauern. Ja. Also nächstes Mal ein ganzer Part voll nur mit Gesprächen. Ja, könnt ihr schon mal drauf einstellen. Okay. Steinigt mich bitte nicht dafür, aber... Muss auch mal sein. Richtig. Gut. Gut. Abschließende Worte zu dieser wunderschönen Schlacht. Du hast dich gut angestellt. Es ist keiner gestorben. Beim zweiten Mal ja. Beim ersten Mal ist mir von meinen Leuten auch keiner gestorben. Nee. Ja.
Severa gehörte gar nicht zu dir. Die ist gar keiner gestorben. Richtig. Das ist wie ein Dörfler. Sie war nur ein Dörfler. Dorftrottel Severa. Aber sie hatte keinen Kochtopf. Das war das, was sie verloren hatte. Sie hat nur so getan, als wäre es dahin, aber ihr wurde der Kochtopf geklaut. Stimmt! Das ist der Kochtopf, den sie von ihrer Mutter geerbt hatte. Jetzt ergibt alles Sinn. Gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Fire Emblem Awakening und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.